In Microsoft 365 gibt es laufend spannende neue Funktionen. Und in unserem Juni-Update haben wir das Wichtigste der letzten Wochen für dich zusammengefasst. Deshalb viel Spaß damit und los geht's. Das erste Update gibt es für Microsoft To Do im Webbrowser. Hier gibt es nun neben der bekannten Listenansicht eine neue Ansicht, und zwar die Rasteransicht. Die Rasteransicht ist eher wie so eine Tabelle aufgebaut und ich finde das wirklich sehr schön übersichtlich. Und ein weiterer Vorteil dieser neuen Rasteransicht, ich kann die Felder Aufgabenbetreff hier und auch das Fälligkeitsdatum direkt hier in der Ansicht bearbeiten. Das gefällt mir gut und ich würde mir für die Zukunft sogar noch mehr Möglichkeiten wünschen, die eigene Ansicht anzupassen, wie das eben auch im klassischen Outlook möglich ist. Diese neue Rasteransicht, die gibt es bisher nur im Web. Die klassische To-Do-App, die kann das noch nicht. Das nächste Update betrifft die Outlook-Besprechungseinladung. Hier gab es bisher drei Möglichkeiten, eine Besprechungseinladung zu beantworten. Erstens mit Ja, das heißt, ich sage zu und der Termin wird in meinen Kalender eingetragen. Zweitens mit Nein, das heißt, ich sage ab und der Termin wird aus meinem Kalender gelöscht. Und das dritte war hier diese Möglichkeit vielleicht. Und jetzt gibt es eben eine vierte Möglichkeit und das ist dieser Button Folgen. Jetzt, was heißt Folgen? Das gibt es im neuen Outlook und auch im Outlook im Web. Und wenn ich da auf diesen Button klicke, dann heißt das, ich kann an der Besprechung nicht teilnehmen, aber ich möchte gerne über die Ergebnisse informiert werden. Und wenn ich jetzt eben da draufklicke, dann wird mir der Termin zwar in meinen Kalender eingetragen, aber die Zeit wird als frei markiert und nicht als gebucht. Und nach der Besprechung werde ich automatisch, bekomme ich die Besprechungsaufzeichnung zugeschickt. Ich kann dann da nochmal reinschauen. Ich habe Zugriff auf den Besprechungschat und eben auf die ganzen Ergebnisse der Besprechung. Und ich persönlich finde diese neue Variante, hier auf Folgen zu klicken, ich kann nicht teilnehmen, aber ich möchte die Ergebnisse sehen, gerade für Teams, Meetings, sehr spannend und sinnvoll. Klar, bei einem Präsenzmeeting, da macht das nicht so viel Sinn, da gibt es ja dann eben keine Aufzeichnung, kein Transkript und so weiter, aber für Teams-Meetings eine tolle Möglichkeit. Ich habe keine Zeit, aber ich will die Ergebnisse trotzdem bitte bekommen. Es geht weiter mit einem Update, das ebenfalls das neue Outlook betrifft. Eine Funktion, die für manche sehr wichtig ist, ist das Abspeichern von E-Mails im Explorer. Und bisher war das mit dem neuen Outlook nicht möglich und ab sofort geht das. Mit einem Drag and Drop, das heißt, wir nehmen hier eine Mail und ziehen die in den Explorer, lassen das hier los, kann man ab jetzt E-Mails im Explorer abspeichern. Das dauert kurz, dann müssen wir hier eine Sicherheitsabfrage bestätigen, also beibehalten. Und jetzt habe ich hier diese E-Mail bei mir im Explorer gespeichert. Natürlich können wir die E-Mails im Explorer ab jetzt auch mit dem neuen Outlook öffnen. Das kann man hier auch sehen im Kontextmenü, Rechtsklick und dann Öffnen mit. Das geht nicht nur mit dem klassischen Outlook, sondern ab jetzt auch mit dem neuen Outlook. Kann man auch als Standard entsprechend setzen und dann geht es im neuen Outlook hier auf. Unterstützt werden die Formate MSG, EML und OFT. Also OFT, das sind ja die Outlook-Vorlagen. Das nächste Update betrifft Microsoft Word. Und eine der am meisten genutzten Funktionen ist das Kopieren und Einfügen von externen Inhalten, hier von der Webseite zum Beispiel. Wenn man das jetzt hier eingefügt hat, bisher war der Standard immer hier das erste, ursprüngliche Formatierung beibehalten und das hat oft die Formatierung zerschossen. Man musste von Hand alles nochmal ändern, nachformatieren und so weiter. Und deshalb in Zukunft ist der neue Standard in Word hier das zweite, und zwar Formatierung zusammenführen. Und das finde ich eine gute Sache, weil ich das selbst eigentlich fast immer nutze. Und es hat mich schon länger gewundert, dass das nicht schon längst in Word der Standard ist. Wer das jetzt nicht möchte, wer eine andere Variante will, kann das ab jetzt auch ändern. Auch das ist toll. Wer da das ändern möchte, eben Datei, dann Optionen und dort im Bereich erweitert, kann man jetzt einstellen, was soll bei mir Standard sein,
beim Einfügen innerhalb des Dokuments zwischen den Dokumenten aus anderen Programmen. Und kann man hier ganz verschiedene Dinge eben auswählen. Von daher ein gutes und sinnvolles Update, Standard fürs Einfügen. Weiter geht es mit einem Update für OneNote. Ich habe schon Anfang des Jahres einmal erwähnt, auch OneNote bekommt die Integration der Loop-Komponenten. Für die Office Insider funktioniert es schon länger und bei allen anderen startet ab jetzt der Rollout. Die Web-Version sollte schon funktionieren. Da habe ich schon hier die Loop-Komponenten für OneNote im Web. Und im Lauf des Juni soll auch die Desktop-Variante starten. Da habe ich bisher hier im aktuellen Kanal nur einen Platzhalter, wo in der Web-Version schon die Loop-Komponente funktioniert. Aber wie gesagt, in den nächsten Wochen sollte es in allen Versionen funktionieren. Ein Vorteil von Loop in OneNote ist, dass man so kleinteiliger die Inhalte freigeben kann. Bisher kann man nur ein komplettes Notizbuch freigeben für die Zusammenarbeit. Und so mit Loop kann man gegebenenfalls auch eine einzelne Seite oder eine einzelne Komponente eben nur freigeben. Und so ist Loop und OneNote eine ganz spannende Kombination. Ein weiteres Update gibt es für die Web-Oberfläche von Microsoft 365. Wenn wir im Browser unter Microsoft 365, also im Office-Portal hier, oder in irgendeiner Web-App unterwegs sind, dann gibt es ja meistens oben diese 9 Punkte. Und wenn wir hier draufklicken, bisher ging da ein kleines Fenster auf mit den am meisten genutzten Apps. Unten gab es irgendwo so einen Link, wo man sagen konnte, okay, bitte auch die restlichen Apps anzeigen. Und dieses, ich nenne es mal Startmenü hier, wurde jetzt deutlich vergrößert, sodass ab sofort alle Apps hier in der Auswahl zu sehen sind. Und neu ist auch die Suchfunktion, wenn es noch schneller gehen soll. Ich suche vielleicht Outlook, dann kann ich das ganz schnell eben hier finden. Und was auch neu dazugekommen ist, neben der Suchfunktion, sind eben die Möglichkeit, hier sofort ein Dokument, ein Excel-Word-Dokument zu erstellen. Und der Rollout hier für dieses größere Startmenü, der hat im April schon stattgefunden. Also das müsste inzwischen bei allen genauso aussehen. Und ein letztes Update, das wir uns noch anschauen wollen, betrifft den Copilot. Und zwar konkret, wenn es darum geht, ein Word-Dokument im Web zu teilen. Wenn man das bisher gemacht hat, hier über den Teilen-Button, dann habe ich ja dieses gewohnte Menü hier. Und dann habe ich halt in der Regel die Person hier eingetragen, die das bekommen soll. Den Timo zum Beispiel. Und dann klicke ich hier auf Senden. Und dass man hier noch eine Nachricht eintippt, die Mühe hat sich bisher kaum jemand gemacht. Und da gibt es jetzt eine neue Funktion. Ich kann hier unten auf den Copilot-Button klicken und eine Dateizusammenfassung erstellen lassen. Das dauert dann etwas und dann wird sich das vielleicht ändern, weil jetzt hier eben ganz schnell in 1, 2, 3 Sätzen das Dokument, das ich teile, zusammengefasst wird. Und wenn ich jetzt auf Senden klicke, das finde ich dann ganz hilfreich, dann bekommt der Empfänger eben in 2, 3 Sätzen schon mal eine Zusammenfassung, worum geht es in dem Dokument, das ich ihm freigegeben habe. Also das finde ich ganz nützlich. Und nun noch eine Sache, die wir uns schon beim letzten Update-Video im April ganz kurz angeschaut haben, und zwar der neue Planner bzw. die neue Planner-App für Teams. Und weil es damals eben ziemlich viele Rückfragen gegeben hat, haben wir dazu ein eigenes ausführliches Video produziert. Und wer sich für den neuen Planner interessiert, dem empfehle ich eben dieses Video. Ansonsten wünsche ich euch eine gute und vor allem entspannte Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.